Am auffälligsten beim Frauenmantel sind die Blätter. Diese sind 5 bis 11 lappig und leicht nach oben gewölbt. In dieser Blattwölbung fangen sich Tau- und Regentropfen. Die Alchemisten des Mittelalters versuchten aus diesen Tautropfen Gold herzustellen. Cool, können wir das auch mal versuchen? Das wird nicht gelingen. Das haben die damals auch nicht geschafft. Schade. Die gelbgrünen Blüten sind klein und unscheinbar. Sie erscheinen von Mai bis September. Frauenmantel wächst auf Wiesen, in lichten Wäldern und Gebüschen, in Gräben und an Weiden. Die Pflanze enthält Bitterstoffe, Gerbstoffe, etwas ätherisches Öl sowie Flavonoide. Frauenmantel wurde früher bei Frauenleiden verwendet, daher der Name, hat aber auch Wirkung bei Durchfall und bei Magen- und Darmstörungen. Der botanische Name ist Alchemilla xanthochlora. Alchemilla ist eine Verkleinerungsform für Alchemie. Alchemie ist die mittelalterliche Bezeichnung für Vorgänge in der Natur. Der Artenname Xanthochlora bedeutet grünlich-gelb. Die Pflanze gehört interessanterweise zu den Rosengewächsen. Über 15 verschiedene Frauenmantelarten wachsen in Mitteleuropa. Zum Beispiel der Alpenfrauenmantel, der Färöer-Frauenmantel, der wächst in Nordeuropa auf der Inselgruppe der Färöer, aber auch in Island, sowie der in alpinen Regionen vorkommende Silberzahn-Frauenmantel.